Es gibt ja im Zusammenhang mit Führung, mit Führungskräften ein seltsames Phänomen, nämlich dass Führungskräfte durchweg auch Mitarbeiter sind. Der Teamsprecher verantwortet sich vor der nächsten Ebene, der Abteilungsleiter vor dem Bereichsleiter, der Bereichsleiter vor dem Gebietsleiter, und so weiter und so fort. Das heißt, jemand, der gerade mit einem Mitarbeiter gesprochen hat, steht gleich in der nächsten Sitzung einem Vorstand oder einer anderen Führungskraft gegenüber und macht das, was ein Mitarbeiter tut, nämlich folgen oder aber folgsam sein, wenn es eine autoritäre Situation ist, oder aber einen Raum selbstständig füllen müssen, den ein anderer bestimmt. So, und dieser Zusammenhang zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, die quasi in einer Person vorhanden sind. Dieser Zusammenhang ist seltsamerweise wenig Führungskräften bewusst. Sie sind, wenn sie Führungskraft sind, hauptsächlich Führungskraft und sie bekommen gar nicht mit, dass sie zwischendurch als Mitarbeiter genau den Mist machen, den andere Mitarbeiter in ihrem Bereich machen oder aber auch genau diese Freude bereiten, je nachdem, wie sie drauf sind. Und ich glaube nicht, dass mit fortschreitenden Rängen nach oben das Selbstbewusstsein im Sinne des Bewusstseins steigt, sondern mir das Selbstbewusstsein steigt, dass ich mich nicht weiter kümmern muss. Es gibt immer wieder ein kleines Missverständnis, man müsste eher sagen ein großes, weil es große Konsequenzen hat. Häufig denken Menschen, dass es gut ist, was sie getan haben, und zwar deswegen, weil sie es gut gemeint haben, weil sie eine gute Absicht damit verbunden haben. So. Und was sie sich nicht klar machen, ist, dass die Wirkung zählt. Wenn ich jemanden beleidigt habe, kann ich mich auch ausreden damit, dass der andere sehr sensibel ist, zu sensibel, dass ich es nicht so gemeint habe und dass man die Sache aus dem Zusammenhang gerissen hat und so weiter und so fort. Fakt bleibt aber, dass der andere sich beleidigt fühlt oder ausgegrenzt fühlt, gemobbt fühlt und so weiter. Das sind Gefühle. Und damit muss ich mich auseinandersetzen, weil das ist das, was faktisch vorhanden ist. Ein Gefühl, was den Arbeitsablauf oder den Tagesablauf stört. Wenn ich jetzt sage, habe ich nicht so gemeint, der soll sich nicht so anstellen, verankere ich dieses Gefühl. Und ich verankere auch eine ganz bestimmte Beziehung. Nämlich die, dass jemand weiß, dass ich nicht zuhöre oder dass ich nicht die Souveränität habe, mich zu entschuldigen und ähnliches mehr. Das heißt, worum es geht, ist, ich habe auf meine Wirkung zu achten. Nicht darauf, dass ich ein ganz toller bin und es gut gemeint habe. Und dass ich leider Mitarbeiter habe, die zu sensibel sind. Wirkung.